Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 Wiederaufbau. In der letzten Folge war ein ganz normaler Tag, also beziehungsweise wir hatten ja abends noch mit dem Abendessen hier begonnen mit unseren dreien, dann haben sie geschlafen, waren in der Schule. Leon musste leider Gottes seinen Garten hier neu machen, ist aber auch alles prima. Dann sind sie daheim gewesen, alle haben Hausaufgaben gemacht. Marcel hatte seine Freundin eingeladen, die Lena. Und Susanne hatte ihren Reinhold eingeladen und wollte dann eigentlich eine Vierergruppe gründen. Aber Lena ist ja abgehauen, die wollte ja nicht. Und jetzt haben wir halt eine Zweiergruppe. Das Problem ist, ich hatte diesen Part schon gespielt und er ist mir natürlich prompt auf dem Grundstück abgeschmiert. Ich hatte es voll auf Fetzig und alles und dann haben die mir... sind die mir so verbuggt, dass ich sie nicht mehr bewegen konnte, die beiden. Also muss ich das jetzt nochmal aufnehmen. Ich hoffe, dass es diesmal gelingt. Drückt mal die Daumen. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt, wie gesagt, so eine Gruppe gegründet. Jetzt gehen halt nur die beiden weg, weil es bringt nichts, den Marcel jetzt auch noch mitzubringen. Die Lena ist ja, wie gesagt, eh nicht mehr da. Und dann gucken wir mal, ne? Dann gehen wir doch jetzt mal zu dem Grundstück und gucken, ob ich das hinbekomme, dass sie da einen schönen Abend verbringen können. Wo ist es? So, da wollen wir hin. So? Ja, nicht Tschüss sagen, mitgehen, ist die Devise. Sudle. Ist halt ein bisschen dumm jetzt, dass das, dass ich das jetzt doppelt machen muss. Wie gesagt, ich hoffe nur, es verbuggt mir jetzt nicht nochmal. Weil es war anstrengend. Nee, Quatsch. Aber ich will euch ja zeigen, was die beiden erlebt haben, ne? Es war der einzigste Vorteil, da das ja wieder auf dem Gemeinschaftsgrundstück stattfand, wusste ich, da komme ich da wieder raus. Das ist also insofern ging mir da nichts verloren jetzt. Ach ja. Okay, da sind wir wieder. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah, da. Okay, was hat sie denn jetzt für komische Wünsche? Ach Gott, nee. Und dauernd wollen die sich da irgendein Zeugs betrachten. Na gut. Geh mal bitte hin und unterhalte dich mit ihm. Erzähl ihm mal einen Insiderwitz. Und dann kannst du mal über Hobbys, Musik und Tanz reden. Und ihn vielleicht auch mal kitzeln. Das wäre doch mal was. Mache das mal. Und ich muss mal ein bisschen nach unten scrollen. Ja. Oh, noch geht so. Sie wollte unbedingt Marshmallow rösten. Naja, dann geh halt und röste dir mal so ein Marshmallow. Vielleicht macht er ja mit. Das glaube ich zwar weniger, aber ja, komm einfach mal. Ich will mal schnell so ein Marshmallow rösten. Sehr gut, Wunsch erfüllt und tschüss. Essen mussten ja nicht. So, was will sie denn jetzt noch? Softdrink, okay. Dann könnte man noch kurz einfach mal so rumtratschen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal hier unten an und gehen mitmachen. Zack. Komm, mein Süßer. Ich hoffe, er folgt ihr. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. So. Genau, und ihr sollt zusammen tanzen. Das wäre eine Idee. Ihr zwei. Nicht lustig machen. Zusammen tanzen. Und du könntest dir mal was wünschen. Langsam. Was Langsames. Und dann, steht los. Hier geblieben. Reinhold, Reinhold, Reinhold. Bleibst du da? Ich habe mir extra was Langsames gewünscht. Auch wenn der da nicht reagiert, aber das ist ja egal. Eng tanzen.
Kopf auf Schulter. In die Tiefe. Und schmusen. So. Passt die Musik jetzt? Naja. Ach doch, ja. Geht einigermaßen. Aber bloß, dass ihr ausgerechnet von Toiletten da rummachen müsst, also ehrlich. Sie sieht so glücklich aus, unsere Susanne. Oh, wie süß. Gut, dann, ach Gott, jetzt ist auch die Knautschi da. Ja, kannst du mal bitte wertschätzen bewundern? Und, mal reden, tratschen, unterhalten, breaken und spielen. Kissenschlacht wäre doch mal eine Idee. Ja komm, Mädel, mach hinne. Oh, sie will wieder nicht, was ich will. Und ihr steht da so günstig, da könnt ihr euch da mal die Kissen um die Ohren hauen, die mitgebrachten. Plötzlich müssen es jetzt ihre Wünsche da gar nicht so richtig passen. Hab ich dir den Rücken verrenkt? Komm, lass dich mal knuddeln und massieren. Ja. Ich gestalte das jetzt natürlich etwas anders als bei meiner vorherigen Aufnahme, weil ich Angst habe, dass sie mir sonst wieder hängen bleiben. Die beiden Süßen. Umarmen ihn doch mal romantisch und küssen ihn doch mal romantisch. Und dann kannst du ihm mal eine feste Beziehung vorschlagen. Wie wäre denn das? Ihr seid ja noch nicht festbezogen. Na, mein Süßer, wie fändest du uns beide zusammen als Paar? Oh ja! Das ist doch, ne? Das braucht gleich mal ein bisschen mehr hier. Und schon sind wir auf Fetzig. Und genau das wollte ich haben. Und da sie unbedingt einen Saft trinken will, darf sie dann, Mixgetränk bestellen. Dann können sie sich da noch einen genehmigen. Er ist ganz hin und weg. Kommst du auch mit an die Bar? Ja, komm, Süßer. Mein Herzi. Mein Spatzel. Du kannst ruhig zu mir kommen. Ah, nee, er unterhält sich lieber mit dir, König. Okay. Und mit wem redest du? Ah, ist das das neueste Handzeichen hier? Komm, ja, geh auf Toilette. Gute Idee, er muss mal auf Toilette. Hast du jetzt was zu trinken? Dann trink auch mal. Prösterchen, jawoll, und wenigstens wieder ein Wunsch erfüllt. So, jetzt kommen natürlich die Wünsche, auf die ich gewartet hatte, oder auch nicht. So, und dann würde ich sagen, warten wir, bis der Gute von der Toilette kommt, und dann gehen wir wieder nach Hause. Ja. Ja, trinkst du auch noch was? Reinhold, reden, tratschen. Nee, mach mal schneller, bevor der abhaut. Weiß nicht, wo der wieder hin will. Reinhold! Nee, gut, okay, machen wir es anders. Wenn der wegräumt, rennt, ist mir jetzt auch wurscht. Wo bist du denn? Wir gehen nach Hause, bevor wir hier wieder hängen bleiben irgendwie. So, Abmarsch, ihr zwei. Das war eine fetzige Angelegenheit und das muss genügen. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, Katja Pelz, die Madame mit der Kristallkugel. Entschuldigung. Tschüss. So, ich weiß nicht, ob der jetzt auch mit nach Hause kommt, der Reinhold. Nicht, dass der jetzt oben in der Wanne ver...
geblieben ist, aber es sieht gut aus. Und wir haben es auch fetzig gekriegt. Ich bin froh. Juhu, es hat funktioniert. Und sie haben endlich eine feste Beziehung. Sie hat ihn gefragt und er hat ja gesagt. So, also sie ist schon mal unter. Sie hat ihren Freund, Boyfriend. Ja, jetzt müssen wir das nur noch für den Marcel auch noch hinkriegen. Dann wäre das super. So, kommt ihr zwei? Ah, da kommen sie. Aha, ich wusste, er war in der Wanne drin. Man sieht es. Schaut ihn euch an. Weil so eine Hose hatte er an beim Baden. Mal, ist sie jetzt nicht ein bisschen kühl? So siehst du also aus, wenn du mal nichts anhast. Naja, warum nicht? Okay, dann würde ich sagen, dann umarm den Guten nochmal. Drück ihn ganz fest, damit ihm warm wird. Und tu ihn nochmal leidenschaftlich küssen. Und dann wird sich verabschiedet. Weil dann reicht's auch. So. Das war super mit dir, der Ausflug. Ja. Danke, dass wir jetzt endlich Herzallerliebste sind. Was macht denn Manuel? Der ist schon wieder mal irgendwas am Zubereiten. Ja. Tschüss, mein Schatz. Bis nächstes Mal. Gut. Was? Das war spitze. Erinnerst du dich noch an unsere Schandtaten? Das war ziemlich cool. Lass uns bald wieder einen Ausflug machen. Ja, ja. Oh, und guck mal, eben war sie noch, das hat ja gute Folgen, sowas. Ja, prima. Marcel, warum hast du nicht für mehr Leute gekocht? Na gut. Ich würde sagen, du kannst nichtsdestotrotz hier mal säubern und benutzen und Hände waschen gehen. Jetzt hat sie natürlich nicht als DJ aufgelegt oder sowas, aber das macht ja nichts. Das ist in Ordnung. So, du hast gegessen und räumst auf. Wie geht's denn unserem Kleinen hier? Der kann jetzt langsam mal ins Bett. Dann packen wir euch nämlich alle mal ins Bett. Zack. Und du auch ins Bett. Ach so, sie ist ja noch gar nicht müde. Na gut. Dann guckst du mal, was es noch zu essen gibt. Ja. Was denn, Leon? Da, gucke mal, da ist dein Bett, da gehst du rein. Weil wir haben schon 23:30 nachts. Ich meine, ihr habt morgen keine Schule, aber das ist ja trotzdem, ne? Ja. Dann gehst du noch was futtern und dann ist das gut. Ach, ja, ja, so ist das. Und jetzt will sie noch einen Fähigkeitenpunkt und, ja, ich würde sagen, du hast Hamburgergelüste. So. Was willst du? Ein Computerspiel spielen? Ja, neue Kleidung kaufen können wir dann, wenn ihr mal wirklich mehr als genug Geld habt. Was in dieser Challenge irgendwie wahrscheinlich dann doch nicht dazu kommt. Weil wenn ihr Geld habt, habe ich andere Planungen. So. Ja, gut. Meine Zeit ist auch bald rum, aber so ein bisschen können wir mit der lieben Susanne hier noch machen. Sag mal, hatten wir nicht auch mal ein Bücherregal? Ich weiß das gar nicht mehr. So, ess mal auf. Und dann tust du bitte Reste weglegen. Und das tust du aufräumen. Ja, und dann kann sie eigentlich auch gleich ins Bett. Was hat sie denn? Sie bräuchte Mechanik. Guckt euch an, Kreativität bis zu maximal. Juhu! Wow! Und immer noch eine 2+. Wir kommen einfach nicht über die Dinger drüber. Was haben wir hier? Kein Talentorden? Ach ja, stimmt. Sie tut ja nur malen. Da gibt es keinen Talentorden für. Gut, dann packen wir dich jetzt auch ins Bett und dann kann ich diesen Part beenden. Dann passt das. Dann sind alle am Schlafen. Und dann schauen wir mal, dann ist nämlich Samstag, was wir dann so Schönes noch machen können. Wie gesagt, jetzt geht's dann erstmal wieder ums Geld verdienen. Oh. Wow! 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 Oh! Guckt's euch an! Habt ihr das gesehen? Ich habe mich sehr gut bei unserem Ausflug amüsiert. Ich möchte dir etwas schenken, damit du dich immer an diesen Tag erinnerst. 112 cm Fletchtech Fernseher von Sado. Ja, hallihallo. Cool. Na, das ist doch mal ein Geschenk für so eine Gruppenaktivität. Das ist nämlich das Gute an diesen Gruppenaktivitäten. Man kriegt auch immer tolle Geschenke. Und der ist mit Sicherheit wertvoll.
Die Frage ist nur, behalten, verkaufen, behalten, verkaufen. Da brauchen wir ja eigentlich noch Geld, ne? Andererseits, Geschenke verkauft man ja eigentlich nicht. Wir können ja stattdessen dann das Ding da verkaufen. Wir behalten den, glaube ich, erstmal. So, aber nichtsdestotrotz, mache ich jetzt hier den Cut. Ich hoffe, das macht nichts, wenn ich den da stehen lasse. Ich speichere ihn, ja. Wehe, wenn dann ein Dieb kommt und den wegklaut. Ich glaube, der Nächste, der aufwacht, muss den direkt ins Inventar packen. Oder so. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, der kleine Ausflug, und ihr freut euch genauso über dieses geniale Geschenk von dem Reinhold. Ja, und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.